Hallo und herzlich willkommen hier zum zweiten Messetag der IFA, der Funkausstellung in Berlin. Ich bin Josef Veit, Ihr Video-News-Reporter vom Video-News-Channel hier auf YouTube. Die Short-Version, die Kurzversion vom großen Video-News-Magazin, das in Kürze auf DVD und Blu-ray kommt. Heimvernetzung. Video, Fernsehen, Computer, Internet wachsen immer mehr zusammen. Die Vernetzung ermöglicht den Zugriff einzelner Geräte auf andere Geräte in diesem System. Der Kühlschrank, der Ihnen sagt, dass der Joghurt, der da drin ist, abgelaufen ist, eines dieser Themen, die hier auf der IFA gezeigt werden. Wir zeigen Ihnen gleich den Vergleich von zwei Camcordern, die momentan in der 1000-Euro-Klasse sehr populär und sehr gefragt sind. Der beste Kauf des Jahres 2012, eine Sony und eine Panasonic, direkt im Vergleich. Viel Spaß! Und das ist die Sony HDR-CX730. Ein HD-Camcorder in Full HD. Der Camcorder hat 26 mm Brennweite im Weitwinkel und ist mit einem 10-fach optischen Zoom bzw. einem 17-fach erweiterten Zoom und einem 120-fach Digital-Zoom ausgestattet. Und hier ist der Gag, das System arbeitet mit einem 3-Stufen Anti-Wackel-System. Das heißt, man kann hier wirklich sehen, wie sich die Optik bewegt. Es wird extrem ausgeglichen und ist in der Wirkung hier in einem Beispiel sehr deutlich zu sehen. Der Bildstabilisator in dreifacher Stufe, der 730er Sony, ist wirklich ganz enorm. Die Kamera wird ganz wild geschüttelt und ist in der Stabilisierung hier fast nicht zu erkennen. Ein System, das dreifach aufgehängt ist und deswegen so überzeugend funktioniert. Und das ist die HCX909 von Panasonic. Sie arbeitet mit SDHC und SDXC-Karten bis 32 bzw. ab 64 GB. Sie hat 3 CMOS-Sensoren, jeweils 1/4 Zoll, also ein schönes großes Bildformat. Sie kann auch fotografieren auf die gleiche Speicherkarte. Das Display hat fast 1,2 Millionen Pixel und die Optik von Zeiss hat ein 29,8 mm Weitwinkelobjektiv, gekoppelt mit einem 12-fach-Zoom. Das heißt, die Kamera kann im Verhältnis 1:12 Bilder vergrößern. Ein Sucher ist ebenfalls eingebaut. Wenn man das Display schließt, dann ist der Sucher aktiv. Ein schönes, kleines Werkzeug. Und nach unserer Empfehlung, zusammen mit der Sony, der beste Buy des Jahres, also zwei Camcorder, die jeweils unter 1000 Euro kosten und eine hervorragende Qualität liefern. Im wirklichen Unterschied dürfte es wohl so sein, dass die Sony einen etwas flexibleren Anti-Wackel-Prozessor hat, also nicht ein Prozessor, sondern das optische System etwas toleranter ist und die Panasonic durch die 3 CMOS-Sensoren das etwas feinere Farbbild. Aber ansonsten geben sich die beiden fast alle Daten und Eigenschaften gut in die Hand. Für beide Geräte gilt, sehr gute Empfehlung. Hallo Melanie. Hallo Melanie. Ja, servus Josef, grüß dich Gott. Die Arbeit ruft. Ja, ich bin schon da, ich bin wach. Ich habe was gesehen hier. Überall fremde Begriffe. Swipe, Slide, Smart. Da kennt sich doch kein Mensch aus. Das weiß doch kein Mensch, was das ist, oder? Ich schon. Aber auch nur wegen unseren schlauen Zuschauern. Also das heißt, du machst hier ein Special auf unserer Vollversion der Video News Magazin, DVD und Blu-ray. Und wie heißt das Ganze? Das heißt, frag besser Melanie. Da freuen wir uns aber drauf. Viel Spaß. Auf so einer Messe gibt es natürlich noch viel mehr zu sehen. Neue Camcorder, neue Schnittsysteme, Videozubehör, Stative, Licht, alles was fürs Internet gebraucht wird. Sie sehen all das in dem Video-News-Magazin in der Langversion auf DVD und Blu-ray. Informationen dazu unter www.videoschule.de. Ich bin Ihr Josef Veit vom zweiten Messetag. Morgen ist auch noch ein Tag, da sehen wir uns wieder. Tschüss, machen Sie es gut.